zweite Kiste sein, die er auftritt. Oder auftrifft. Ja, komm, schießt. Es geht los! Runter! Los, runter! Los, Achtung! Achtung! Es geht los! Runter! Ja! Ich habe keine Zeit, oder? Runter! Komm, er schießt mich wieder. Ich habe keine Zeit, um ihn zu treten. Weil sie einfach direkt schießen. Ich meine, klar, die schießen häufig, aber... Alter, wie soll das gehen? Komm, jetzt tanz nicht auf dem Dings rum, sondern... Würdest du mal... Was war das denn? Warum... Komm, er schießt mich. Na komm, schieß nochmal. Ich glaube, ich muss dann auch mal da dann laufen. Weil der Weg sagt, du musst da vorne hin. Was für ein Schwachsinn. Ja, geh doch weiter. So. Ja, warum jetzt? Warum deckst du nicht? Gehst du da nicht in Deckung? In Deckung! Oh. Entschuldigung. Ah! Es geht nicht auf! Achtung! Beschuss, Achtung! Jetzt bist du doch eigentlich. Ich kann's. Wie soll ich das denn schaffen, bitte? Wie soll man das schaffen? Wie soll man das schaffen, von einer Deckung zur anderen zu kommen, wenn man A nicht weiß, wann genau sie schießen? Ja, sie brüllen, sie schießen. Aber ich sehe nicht, wann sie geschossen haben. Runter! Los, runter! Runter! Ja. Die schießen! Beschuss, Achtung! Ab der hier sehe ich zumindest, wenn sie geschossen haben. Geht in Deckung! Beschuss! Es geht los! Die schießen! Runter! Los, runter! Ich schieße! Beschuss, Achtung! Es geht los! Geht in Deckung! Ja, ist okay. Ich schieße! Stolper halt zurück. Würdest du einfach mal da hochklettern, wie du hochklettern kannst, und ich... Oh, ja,
ist es. Danke. Ah, Alpha-Wand, alles klar. Nein, nicht Alpha-Wand, sondern Erinnerungswand. Das mit dem Klettern ging früher auch mal schneller. Bist wohl alt geworden, wa? Limit für eliminierte Wutdrücke 0 von 4. Aha. Dass ihr mich gesehen habt. Hallo, ich drück doch E. Hallo Quintex, willkommen im Stream und sorry, dass ich gerade ein wenig grumpy bin, aber diese Mission ist echt kacke. Hallo, was zum? Ja, ich wollte gerade den Schild verwenden, aber... Na, spiel nicht mit deinem Messer rum, sondern... Oh, oh Gott. Aber jetzt hallo, sei willkommen im Stream. Ich hasse solche Missionen, die... ja, versuch unbeschadet drüber zu kommen. Es geht nicht, es geht nicht, es geht nicht. Ich gebe dir auch keinen Tipp, wie es geht. Aber versuch, versuch rüber zu kommen. Ansonsten geht's nicht. Was? Ohne dass wir hier in Schaden kommen. Also Vorschaden. Das ist ja gut. Stirb halt. Es geht dir soweit gut und du hattest einen angenehmen Tag und so weiter und so fort. Ich bin hier gerade ein wenig was beschäftigt. Würdest du aufhören, auf mich zu schießen, bitte? Auf mich zu schlagen? Ich möchte diese Mission nämlich heute nochmal schaffen. Würdest du einfach mal... Auch wenn er am Boden liegt, ist es dein Erzfeind. Geht doch. Aerith, willkommen im Stream. Ich hoffe, du hast gut geschlafen und es geht dir besser als gestern. Ja. Ich
bin gerade erst aufgewacht, aufgestanden, habe Schlafentzug die ganze Zeit. Warum? Ja, das kenne ich. Hast du das getan? Um Adams und Hancock zu schützen und ihre Dienstherren. Du wolltest sie töten. Sie töten? Bist du verrückt? Ich wollte nur verhandeln. Es gab vieles zu besprechen, zu erklären. Dem hast du ein Ende gesetzt. Wenn das die Wahrheit ist, überbringe ich ihnen deine letzten Worte. Sie müssen die Waffen niederlegen. Sie müssen den Krieg beenden. Warum sie und nicht die Rotröcke? Glaubst du, wir hätten sie nicht um dasselbe gebeten? Solche Dinge brauchen Zeit. Wir hätten Erfolg gehabt, hätte ich meine Rolle erfüllt. Die Rolle des Puppenspielers. Besser wir halten die Fäden als ein anderer. Nein, es sollte keine Fäden geben. Alle sollten frei sein. Und wir alle sollten in Luftschlössern leben. Du führst deine Klinge wie ein Mann, aber du redest wie ein Kind. Und deshalb werden noch mehr sterben. Sahan yönerine o tenamda sehtakwe. Dini yöne yah o tenatamda sehtakwe. Ja, Schlafentzug, das Problem hatte ich heute auch. Ich bin heute so ewig spät erst aufgewacht und ja, hüpfen zurück ist doof. Warum haust du nicht ab und hilfst meinem Abbau des Lagers? Insgesamt besser ist. Einmal, hörst du? Gott verdammt! General Putnam. Du lebst. Das kann man von Pitcairn nicht behaupten. Gut so, schätze ich. Aber das ändert nur wenig. Who is? Ich gab Befehl zum Rückzug. Wir haben zu viele verloren, zu wenig gewonnen. Wenn die Loyalisten den Hügel wollen, sollen sie ihn haben. Boss ist weit wichtig. Es gibt ein größeres Problem. Meinst du das? Das kann nicht stimmen. Die wollen Washington ermorden. Ich hoffe auch, du hast gut geschlafen, Ace. Und ja. Du hast in der Schule nichts verpasst. Wow. Haben sie es mal wieder geschafft, nichts zu machen. Also, wie jedes Mal. Mir geht's soweit ganz gut. Hab ewig geschlafen heute. Irgendwie hat das sonst nicht funktioniert. Und ja, jetzt machen wir mal eine Runde Assassin's Creed. Meine Feinde sind hartnäckig. Ich habe Imperator Rom aus der Playlist verbannt. Inzwischen habe ich den Kratzen erledigt. Ihre Pläne durchkreuzt. George Washington versammelt die Kolonisten. Und ihr Marsch in die Freiheit wird langsam ernst. Kein Wunder, fürwahr, dass die Templer seinen Tod wollen. Sie wollen dieses Land verwandeln. In etwas Kaltes und Geordnetes. In etwas Seelenloses. Und er ist ein Hindernis. Ich muss ihn retten. Auf dass sein Traum wahr wird und mein Volk sicher ist. Doch je mehr ich helfe, desto größer ist die Gefahr, entdeckt zu werden. Die Templer wähnen ihre Männer ein Opfer der Revolution. In ihren Augen sind die Assassinen tot und zum Schlagen. Keine Drohung, doch ich fürchte, sie erkennen bald die Wahrheit. Und dabei auch mich. Ich muss vorsichtig sein. Wie verläuft die Jagd, Connor? Es gibt Fortschritte, doch ich bezweifle, dass das reicht. Du bist, wo man dich am meisten braucht. Hättest du Charles Lee oder deinen Vater verfolgt? Was wäre dann mit Paul Revere oder den Soldaten in Lexington? Soldaten? Es gab keine Soldaten in diesen Städten. Nur Männer und Frauen, die sich selbst verteidigen mussten. Kämpfst du nicht genau deswegen, um dein Volk zu beschützen? Dein Kampf ist der Kampf der Kolonisten. Hilfst du den einen, hilfst du den anderen. Ermutigende Worte von einem, der diesen Kampf für aussichtslos hielt. Mach dir nichts vor. Das tue ich noch. Und doch erfüllen mich deine Erfolge mit etwas Stolz. Wo sollte ich deinen Anteil daran sehen? Sieh ihn nicht. Und gib den Umhang zurück und die Klingen und die Pfeile und all die Jahre der Ausbildung und das Wissen, das ich dir anvertraute. Gib mir all dies zurück. Dann werden
deine Worte vielleicht wahr. Schöne Fresse, die er da gezogen hat. Oder gib einfach zu, dass du dich geirrt hast. Ach, Kind, bitte. Du tötest zwei Männer. Einer eher ein Kaufmann als ein Soldat. Da musst du dich mehr anstrengen, wenn du mich beeindrucken willst. Ach, ist das so, alter Mann? Warum gehen wir nicht vor die Tür, hä? Ich würde dir nur zu gern demonstrieren, wie... Connor, das ist Benjamin Talmadge. Sein Vater war einer von uns. Kein Grund für Geheimnisse. Ich glaube, er hat uns etwas zu sagen. Achilles sagte mir, dass du einen Plan zur Ermordung des Commander in Chief entdecktest. Ja, aber ich habe nur falsche Ansätze und Sackgassen gefunden. Nicht mehr, mein Freund. Thomas Hickey ist dein Mann. Ich will dir helfen, ihn zu schnappen. Wie? Ich erklär's dir auf dem Weg. Du und ich ziehen nach New York. Tschüss, Ace. Ich will in den Zwischensequenzen jetzt nicht unbedingt so dazwischen quatschen, weil ich das Ganze ja noch mit aufnehme für YouTube und so weiter. Ich hoffe, du bekommst es noch mit. War schön, dass du da warst. Hat mich gefreut. So. Ja, die Dozentin hat fast die Prüfungskorrektur gekostet, dann ist sie wieder da und scheinbar hat sie genau das gemacht. Nix. Naja, sie war auch krank. Da hat sie die beste Ausrede, warum sie nichts gemacht hat. Abgesehen davon, dass ihr euch damit eure Zukunft verbaut, aber das ist ein anderes Thema. Nein, eigentlich ist genau das Thema. Jo. Wo gehen wir hin? Haben wir hier noch irgendwelche Siedlungssachen? Ja, da drüben haben wir noch eine Siedlung. Da haben wir sogar noch mehrere Siedlungssachen. Nee. Und ich habe zwar auch nichts gemacht. Ja, sie weiß wahrscheinlich gar nicht mehr, was sie mit euch gemacht hat und hat sich gedacht, ach, dann mache ich halt gar nichts. Warum sollte sie da noch mehr machen? Ist total unverständlich. Was gibt es, Prudence? Tut mir leid, dich damit zu belästigen, aber Warren ist mit unserer Ernte auf dem Markt in Boston. Könntest du das Vieh zusammentreiben? Ich hab's versucht, aber das Kind in meinem Bauch nimmt mir den Elan. Ich kümmere mich darum. Hopp, hopp! Da lang! Nein, andere Richtung. Nicht dran vorbei. Ja. Hey, guck mal, da ist der Mann, der in Boston ist. Mhm. Ah, eins haben wir schon irgendwie reingekriegt. Nein. Hörst du? Was ich nicht alles auf mich nehme. Used to be when people talked about the end of the world, we locked them up. Or laugh them off. Sometimes both. But we never took them seriously. Maybe we should have. But I'm getting ahead of myself. Better to start at the beginning, with the abduction of Desmond Miles, my son. This boy had no ambition, no direction, no plans for the future. What he did have was a heritage, one he chose to deny. It nearly cost him his life. He was captured and imprisoned. Those who took him believed he could help them find something. The apple. One of several artifacts we call pieces of Eden. Bits of ancient technology scattered across the globe. Some hidden, some found, all of them dangerous. Most are held by a single group, the same group that now had Desmond. You know them as Abstergo Industries. We know them as the Templars, as the enemy. We've been fighting them for thousands of years. Even longer if you believe the stories of their origins. I do. After all, I've seen the truth. That's the beauty and the horror of the Animus.
a device that allows us to enter and experience the lives of our ancestors. It holds the power to change everything, to show us history the way it really happened. Up until its creation, to the victor went the spoils, went the truth. We're trying to fix that, to free minds and bodies both. But there's only so much that we can do, and the Templars have the upper hand these days. But something larger than the Assassins and Templars is approaching. Bigger than all of us. And if we can't find a way to stop it, these next few weeks will probably be our last. Everyone's last. In the end, it all comes down to him. To Desmond. Through the Animus, he discovered his heritage, explored the lives of his ancestors, and uncovered their secrets. When that was done, he trained. He used another ancestor to provide decades of experience in the span of a few days. It worked. We think. We hope. Soon, though, soon we'll know. That ominous date fast approaches, December 21st, 2012. None of us knows what it'll bring, only that this is where they want us to be. When it does. They've been guiding us in their own fractured, frustrating way. These voices from the first civilization, the ones who came before, a precursor race of immense power and uncertain motives. They're the ones who made the pieces of Eden. This is where they've led him, and through him, us. He stands at the entrance to this long-lost place, armed with the knowledge of Altair and the abilities of Ezio. He holds in his hands the Apple of Eden, and we stand at his side, ready to support him however we can. His name is Desmond Miles, and he has brought us to the end.